die Opel-Villen und die Festung in Rüsselsheim. Hier geht's zur Ausstellung mit Arbeiten von Bengt Vossack. Eine Kamerafahrt 360 Grad durch die Ausstellung mit Arbeiten von Bengt Vossack hier im Museum der Stadt Rüsselsheim am Main in der Festung. Ja, liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, wir sind hier in der Festung und wir sind in dem Trakt der Festung, wo Kunst stattfindet. Und Kunst heißt heute, ich stehe neben Bengt Vossack. Bengt Vossack ist Grafiker und Illustrator und seine Werke sind hier heute zu sehen in der Ausstellung, die persönlich heißt. Und ich glaube, es ist auch was sehr Persönliches. Und damit will ich auch mal beginnen bei den Fragen, die ich an dich habe, Bengt. Die wichtigste Frage ist, glaube ich, die erste. Warum wird man Grafiker? Was war deine Idee, was war deine Vorstellung? Warum ist es dazu gekommen, dass du Grafiker geworden bist? Ja, das ist, würde ich mal sagen, reiner Zufall. Mein Onkel, der war Hobbymaler und der hätte gern gehabt, dass jemand auch sowas macht. Ja. Und ich habe so ein bisschen gekritzelt. Und er hat behauptet, ich hätte Gaben. Und das hat mir natürlich gut gefallen und dann habe ich ihn mir gezeichnet. Ja. Mein Lieblingsbild war damals, viele von den Kinderbildern, die gibt es noch, aber mein Lieblingsbild war folgendes. Alle Tiere, die in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, die es da gab, Hähne, Schweine, Kühe, Pferde und so weiter, die haben wir alle, ich sage es mal volkstümlich, geschissen. Das Bild, das fand ich sehr gut. Löwe war übrigens auch dabei. Ich finde, das merkt man heute noch, die Geschichte, die du mir gerade erzählst. In deinen Werken findet sich das wieder. Tiere spielen eine große Rolle bei dir. Da sind wir aber auch bei den zwei nächsten Fragen. Bengt, was bedeutet es für dich, Grafiker zu sein? Und du hast ja immer auch bestimmte Motive. Man erkennt sozusagen einen Bengt Vossack auch an den Motiven, was du da so immer hast. Du hast die Tiere und sowas schon erwähnt. Ja, was ist sozusagen dein Thema? Was willst du, welche Message, sagt man neudeutsch, willst du rüberbringen? Ja, also Message habe ich eigentlich eher weniger, aber es gibt also, du schlägst morgens die Zeitung auf, da steht irgendwas drin, was dir nicht passt oder was du nicht verstehst und verstehen willst und das stelle ich da. Also ich spreche jetzt von meinen Freunden und versuche das optisch irgendwie in die Reihe zu bekommen. Ja. Und, also du versuchst die Welt zu verstehen, sozusagen. Ja. Ja. Und wenn dann jemand da drin eine Message sieht, umso besser. Aber ich persönlich will erst mal selbst mit zurechtkommen. Ja. Also eine ganz wichtige Sache bei dir ist ja auch Humor. Also ohne Humor geht es ja bei dir gar nicht. Da ist viel Humor drin in deinen Sachen. Du hast jetzt eben schon angesprochen, das würde ich doch mal so ganz kühn behaupten. Gibt es denn, du hast es eben schon mal gesagt, als Kind hattest du ein Lieblingsmotiv, Lieblingsstück, Lieblingszeichnung. Gibt es denn auch jetzt unter dieser Ausstellung, ich glaube, es sind über 100 Werke, die hier zu bestaunen sind. Gibt es denn da auch eins oder zwei Stücke, wo du sagen musst, also da hänge ich ganz besonders dran? Ja, also ein Thema, was mir wichtig ist, das hängt auch mit Problemen zusammen, die wir im Moment haben, also mit der Umwelt und mit dem Klimawandel und so, das Insektensterben. Da habe ich eine Gruppe von Bildern gemacht dazu und das die mag ich sehr. Also du bist durchaus auch politisch, jetzt aber im übertragenen Sinne. Also das sind ja auch politische Themen, Klimawandel, ja. Auch wie die Menschen miteinander umgehen, das ist bei dir ja auch ein wichtiges Thema. Oder moderne Techniken, Roboter und sowas, das ist ja alles bei dir drin. Also da ist auch ein bisschen Politik drin bei dir, kann man das so sagen? Ja, also das sind halt Themen, die politische Themen. Gesellschaftspolitische Themen. Also zum Beispiel hier über Akirfa, da hat er uns gerade über der Krise, der hat mich gerade gefragt, warum hast du das verkehrt umgestellt, das heißt Afrika. Ja. Mhm. Und das ist so, ich bin mit Kolonialliteratur aufgewachsen, also die Neger, ich sage jetzt mal richtig Neger und nicht N-Wort, die Neger, das waren Kinder,
und meine Freundin Busch und alles gut und schön. Und dann schlägst du auf einmal auf da eine Revolution, da einen Aufstand und da wird die Lamas in die Wüste getrieben. Und dann merkst du auf einmal, dass Afrika gar nicht so ist, wie es dir dargestellt worden ist. Also, aber das heißt korrekt Schwarzafrikaner, ne? Ja, das, genau. Nur damit wir das hier ganz, ganz klar sind. Ja? Wir haben jetzt mal künstlerische Freiheit gelassen jetzt an der Stelle. Ja, ja. Also da muss ich nochmal dazu sagen, diese Schwebe und diese Einengung, die von bestimmter Seite kommt, die passt mir nicht so. Mhm. Weil wenn ich das sage, dann meine ich das diskriminierend und das ist auch nicht. Das ist völlig klar. Ja? Das ist völlig klar. Bengt, es kommen Menschen hierher, schauen sich deine Ausstellung an. Welche Reaktion gefällt dir sozusagen am besten von den Menschen? Oder was würde dich freuen, dass das bewirkt? Gibt es da irgendwas, wo du so eine Vorstellung hast? Ich meine, du machst ja deine Kunst auch für die, die es anschauen. Mhm. Und wo es Reaktionen gibt. Ja, so ist es. Ja. Was wünschst du dir sozusagen oder was erhoffst du dir, was die Menschen, wie sie darauf reagieren? Also was mich interessieren wird, wie die Leute es sehen, wie das interpretieren, was ich gezeichnet habe. Also du freust dich auf Reaktionen, die kommen. Genau. Ja. Also man darf dir auch mal ein E-Mail schreiben oder mal sagen Hallo. Zum Beispiel. Super, sehr gut. Ja, wunderbar. Dann müssen wir sagen, kommt hierher, schaut euch diese Ausstellung an in der Festung in Rüsselsheim. Die geht bis Ende Juni, ist das richtig, Bengt? Ja. Es lohnt sich, viele Werke. Dich sieht man ja sowieso überall in Rüsselsheim. Du bist auf Bussen drauf, du hängst im Rathaus, du hängst in der Wellenlänge. Überall findet man Bengt Vossack. Ja. Und auch wenn man das Werk an sich nicht kennt, man kennt deinen Stil, der ist sofort zu erkennen. Finde ich ganz toll. Großartig, dass wir solche Bürger haben in Rüsselsheim, die so kreativ sind und so tolle Sachen. Ich freue mich, wenn viele Menschen herkommen und dir eine Rückmeldung geben. Ja, genau. Was da also da würde ich mich auch darüber freuen, wenn man ab und zu was hört, wie man was sieht, wie das ankommt. Ja. Mhm. Ja. Gibt es noch was du dir wünschst, was sonst noch kommen könnte in Sachen deine Kunst? Oh ja. Oh ja. Ich halt mal ein bisschen bis weiter bremen kann. Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf, Bengt. Super. Okay. Dann sage ich vielen Dank, Bengt, dass du uns hier noch mal ein bisschen was erzählt hast. Vielen Dank auch an Achim Weidner, dass er uns hier aufgenommen hat. Ja. Es lohnt sich, glaube ich, immer da mal die neuesten Künstler und Grafiker, die hier tätig sind, noch mal vorzustellen, ein bisschen bekannt zu machen. Tolle Sache. Kommt hierher, schaut es euch an. Bis Ende Juni ist das möglich. Vielen Dank.